Hallo liebe Leute, heute gibt es Gebraucht-Orla-Kauftipps. In ein paar einfachen Schritten werde ich euch zeigen, auf was man achten muss. Als erstes solltet ihr eine Rundumsicht machen. In was für einem Zustand ist die Karosserie? Gibt es Sturzschäden oder andere Macken am Roller? Wie zum Beispiel der Auspuff. Rostiger Auspuff kann ganz schnell teuer werden. In was für einem Zustand sind die Bremsen? Ölt die Gabel und die Federung? Checkt auf jeden Fall das Reifenprofil. Wie alt sind die Reifen? Da gibt es so eine DOT-Nummer. Bei diesem ist es die 14. Woche 2013. Und dann, wenn ihr einen guten Eindruck habt, macht eine Probefahrt, läuft der Motor rund, zieht er gut durch, dann natürlich die Bremsen testen. Es darf nichts stottern, nichts klappern. Er muss einfach euch ein gutes Gefühl geben. Dann werdet ihr auch einen tollen Roller kaufen. Und was ich euch empfehle ist, kauft lieber einen gebrauchten Markenroller als einen billigen neuen China-Roller. Damit werdet ihr viel mehr Spaß haben. Ich empfehle insbesondere die Marke Peugeot. Die haben durchzugsstarke Motoren, aber auch andere Markenroller wie Suzuki, Honda, Yamaha sind interessante Alternativen. Also, dies war ein kleiner Überblick. Jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr machen sollt. Bis bald.